Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Allison 19 hier auf Bergisch Land. Mit dabei haben wir den Marschierer und den Jörgi. Hallo. Hallo. So, wir hatten kurz ein bisschen Probleme, aber es geht wieder nichts. An- und abklemmen. Also irgendwie ist das schon sehr komisch hier, ne? Das ist das neue VCA. Macht das so Probleme oder was ist das? Wir haben doch genau dieselbe Version wie auf dem anderen Server drauf. Ja, vielleicht verträgt ihr das mit irgendwas nicht. So. Was ist jetzt schon wieder? Was ist schon wieder so witzig? Ich will gerade nur so ein Paum im Onimo zu halbigen sehen. Oh. So, mit den Langbahnen bin ich dann demnächst fertig mit den Zwiebeln. So, jetzt muss ich nur gucken, wo das Feld ist. Ist halt schwierig jetzt, wenn die ganzen. Meine Hupe ist kaputt. Ich muss Richtung Schaf schauen. Das wird zu Diskussionen führen. Sollen wir die Sämaschine mal waschen, so? Nachbarschaftsmäßig? Haben wir was zum Waschen? Keine Ahnung, weiß ich doch auch nicht. Ich glaub nicht. Alter, wir sind so bettelarm, ne? Es ist unvorstellbar. Also, Maschine hat eine Mission angenommen. Ja. Was machst du denn Schönes? Ich gehe 112 grubbern. Oh. Ich komm dir auch mal das Gerät zeigen. Warum? Das ist so groß, nee. Oh, ist nur der Challenger und ein Bettner. Pathfinding? Was Schere will steht auf große Dinger, sagt er. Dem. Jörg ist am Mähen, so wie ich sehe. Nee. Sondern? Ich habe den Schafen gerade ein bisschen was zu futtern gebraucht. Ah, sehr gut. Ja, Maschira, gönn dir richtig, ne? Alter Schwede. Aber hier ein Challenger ist halt einfach, ist halt schon sehr groß, ne? Ja. Ist ja nicht so, dass er gerade unser gesamter Hofwert mal 5 vorbeifährt. Ja, Maschira, ne? Bist du ja gut aufgestiegen. Ja. Vom Unimog zum Challenger, warum auch nicht? Was haben wir eigentlich neu für neue Mods mit draufgenommen? Ich habe gesehen, wir haben 2 neue Mods mit draufgenommen, ne? Ein Soundpack von Ifco und Shedish. Achso, ja genau, das John Deere Package. Ist da was für uns dabei? Nee, ne? Also eigentlich haben wir ja alles verplant, die ganze Kohle. Zumal, jetzt muss ich mal schauen, wer hat denn Geld, um sich irgendwas zu kaufen? Oh, und Fendt kaufen wir doch eh Fendt. Ist doch klar. Richtig. Uwe hat 109.000, ne? So ist nicht. Also das sind keine armen Schlucker. Ja, mein Hupe geht wieder. Ich weiß nicht, wirklich. Bin ja gespannt, wie lange es dauert, dass die Zuschauer den Unimog nicht mehr sehen können. Ach, wir haben doch nur ein paar.
Ach, wir haben nur noch so drei. Geh weg mit dem Unimog. Was? Der Fanpower. Der Marschierer mag das nicht. Der kann nicht mal gut schlafen, weil wir Unimogs haben. Der wünscht sich einen 1050er, hat er gesagt. Zum Einstieg ein 1050er, das muss einfach sein. So, ich müsste es jetzt auch gleich haben. Da unten haben wir noch ein kleines Stückchen. Mal ich eine Palettengabe für den Bobcat? Glaube nicht. Aber guck mal ins Menü oder in die Garage. Wenn, dann muss da was drin sein. Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht, schade. 800 Euro. Ja gut, die kannst du auf alle Fälle investieren. Ja, Geld ausgeben. Also wenn wir 800 Euro nicht haben, dann ist es besser, wir lassen es komplett. Marschierer ist der momentan eine Mission macht. Das heißt, wir haben noch eine Mission für uns frei, ne? Ja. Geh mal kurz gucken. Haben wir nicht einen Kercher gehabt, Georgi? Du weißt doch sowas. Ich glaube nicht. Also wenn, dann ist es nur das Geld deswegen. Aber du hast recht, so wie es aussieht. Hat man nicht. Gut, ich bring den mal zurück. Oder willst du ihn zurückbringen? Nee. Gut, dann bringe ich ihn zurück. Juni Mockgang ist wieder unterwegs. Darf ich fragen, wohin du mit dem Anhänger fährst? Zum Shop. Da. Ich hab grad lachen müssen, dass ich gegen den Baum gefahren bin. So. Darf ich fragen, wo wieder die. Egal. Du machst das, Jörg, ne? Also. Es sei denn, wir hätten eine Werkstatt zu Hause am Hof, aber das wüsste ich jetzt nicht. Die eigentliche Frage, die ich mir stelle, wie bringst du die Gabel in den Anhänger? Ah, abfahrten. Warten. Gut gefrühstückter Kollege. So, nee. Wie kommen wir denn auf den Hof vom Uwe? Irgendwie. Ich hätte da schon reinfahren müssen, glaube ich. Tatsächlich nicht. Jetzt irgendwo links. Alter, mit dem Eicher hauen sie aber auch ganz schön rum da unten. Ne? So, das ist also jetzt deren Hof, okay. Gehört denen alles hier? Fahr hier mal links rein. Ah ja, das sieht nach Uwe aus. Alles kreuz und quer. Hat denn der Kerre hier zufällig? Nö. So, Jörgi, du machst was? Achso, das mit dem Dingens her, okay. Dann werde ich mir gleich mal noch eine Mission ausschalten. Überall diese Hupe. Was los? Verdrückt jetzt kürzt mich ein. Oh nein. So.
Dann lassen wir das mal hier stehen. Was ist denn nicht hier? Ach komm, wir lassen ihn hier stehen. So, was gönne ich mir denn heute? Ah, jetzt sind die Missionen auch weg. 4200. 4300. 123 oder 100 oder 42. 42 ist halt fast genau bei uns. 123 ist halt. Boah. Die ist auf der Hauptstraße. 42 wohin? Zum Viehhändler. Wo ist der Viehhändler? Der ist ganz hinten. Gegenüber vom Schafstall. Und die 123 in die Försterei, die ist doch bestimmt. Wo ist die Försterei? Bei den Schafen. Ah, das wäre genau nebenan. Da mache ich lieber die Mission. Jo. Bist du frei, Jörgi? Ich würde mich sonst gerade im Tier rücken, also voll oder wegholen und so. Wieso? Aber warte mal, das sind. Das ist okay. Nee, okay, dann kannst du es, weil sonst kannst du mir die 123 mähen, bitte. Ach so. Weil die haben jetzt hier nur diesen. Ach, die haben nur diesen Billomäher dabei, weißt du? Oh nein, Alter. Kannst du unseres nehmen? Ja, aber die haben auch dieses. Oh nein. Die haben diese Fliegeldinger für die Ballen, weißt du? So. Ist mir schlecht gerade. Wie lange brauchst du noch ungefähr? Keine Ahnung. Länger? Je nachdem, wie schnell ich bei den Schafen bin mit dem Bobcat. Ach du Scheiße. Gut, 4000 Euro sind 4000 Euro, ne? Dann machst du nix. Du schaffst das auch schon alleine. Ja, okay. So, dann lasse ich die Mähwerke hier. Dann werde ich einfach, ja. Dann werde ich einfach gucken. Jörgi, alles okay? Hä, was? Was? Das reicht mich auch gerade. Ah, wahrscheinlich, weil Uwe mich gesehen hat. Boah, wie komme ich jetzt zum 123er Feld? Hallo. Grüße. Hallo. Ich hätte eine Frage und eine Bitte. Ja. Würdet ihr uns eventuell nochmal das Wasserfass bohren? Ja, prinzipiell schon, ja. Okay. Und die Bitte, die ich hätte, könnt ihr uns eventuell die Luna wieder rechnen, wieder wegnehmen? Ja, klar. Weil ich tapp die ganze Zeit durch eure. Aber da bekommst du aber auch kein Wasserfass, leider. Ach so, ja, gut, dann später vielleicht. Ja, sag Bescheid. Das ist echt Bescheid, du tapfst die ganze Zeit durch irgendwelche Unimogs und bist immer auf der Suche. Ist das jetzt dein eigener oder ist das ein anderer? Ach, so viele Unimogs haben wir gar nicht, nur drei. Ja, wir haben ja auch noch zwei. Ach so, ja gut, dann tapfst du doch. Oh Gott, ja gut, schwierig. Ja, dann wird's ein bisschen spannend. Nee, sag Bescheid, wenn du das Wasserfass wieder abgegeben hast, dann kann ich das gerne wegnehmen. Jo, okay. Gut. Dann bis später. Tschüssel. Hier ist ein riesengroßer Forstplatz. Oh oh. Ein Boxer denn? Hinter mir. Nur rammeln, wenn es keiner sieht. Du weißt, wie das ist. Boah, also wenn ich jetzt die Karte kennen würde, ne, wäre ich richtig Meister hier, aber. War die Verfalschung, oder? Jetzt ist das Kind auch schon in den Brunnen gefallen, jetzt kann ich auch schon weiterfahren. Und um euch an. 6 Unimox auf der Karte. 6 Unimox. Yep. Fox hat sich auch einen gekauft. Oder? Nee. Doch, genau. Wir hatten noch keinen, genau. Ja. Wen willst du verübeln, ne? Das ist halt günstig. Wo fahre ich denn eigentlich hin hier? Das ist doch. Das kann sich doch keiner angucken.
Hier ist ein Gemüsebeet, da fahren wir rein. So. Oh nein, die Wolle muss weg, Jörgi. Ach nee, warum will ich denn da hin? Ach so, okay. Ich beende immer die Folge, ne? Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, am morgigen Freitag. Zu einer weiteren Folge hier auf Bergisch Land. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.